und moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist und mein Video anschauen möchtest. Ich freue mich sehr. Ja, ich habe gestern ganz fleißig meine Winterdeko beseitigt, aufgeräumt, weggeräumt. Also Weihnachten ja schon länger, aber ich habe auch immer eine Winterdeko. Und gestern hat die Sonne so schön geschienen und es war auch warm draußen. Und ja, dann... Und hell im Haus, es schreit nach Frühjahrsputz, ich weiß nicht, bei dir vielleicht auch. Auf jeden Fall, Entschuldigung, meine Nase, also das ist wieder der Nebeneffekt. Meine Pollen haben ganz schön zugeschlagen, ich war gestern Abend ganz schön K.O., aber darum sollte es jetzt auch gar nicht gehen. Auf jeden Fall wollte ich dann mal schauen, also als ich die Winterdeko weggeräumt habe im Schuppen, meine Osterdeko gleich mal rausholen. Ich habe ja schon ein paar Häschen gekauft, habe auch festgestellt, dass ich das ein oder andere schon besessen habe. Oder besitze. Okay, passiert, ist nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall habe ich beim Durchforsten gemerkt, dass ich doch erhebliche Schnäppchen geschlagen habe. Vor allem letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, auch. Vorletztes Jahr auch ein bisschen. Ja, wahrscheinlich wegen dem Lockdown, aber ich wollte euch das trotzdem gerne mal zeigen, weil es sich vielleicht doch lohnt, nach den Feiertagen mal bei dem einen oder anderen vorbeizuschauen. Also im Geschäft und ja, vielleicht habt ihr da auch Glück. So, ich wollte mal anfangen mit einem Karton. Da freue ich mich total drauf. Oder drüber. Es gab beim Kick diese wunderschönen Hühner und die waren mir aber irgendwie zu teuer ursprünglich. Also ich habe da zwei, drei kleine, ich glaube ich hatte sogar vier oder drei große und eine ist mir natürlich gleich kaputt gegangen. Ja, und die waren dann runtergesetzt auf 1 Euro, die kleinen. Ich glaube die haben, weiß ich nicht mehr, 2,99 oder so vorher gekostet. Und die großen Hühner, die steht jetzt nichts drauf, habe ich schon entfernt, die hatte ich für 2 Euro bekommen und die hatten glaube ich 3,99 gekostet. Und die kommen jetzt auf meine Hühnerleiter. Ich habe mir so eine Holzleiter beim Tini noch besorgt. Also das stört mich da irgendwie, das Gebaumel. Ups. So, kann ich euch besser sehen. Ja. Also auf die Hühnerschar freue ich mich jetzt, das zu dekorieren draußen im Garten. Wie gesagt, mit der Holzleiter. Vielleicht blende ich irgendwann mal ein Foto ein oder so, wie das dann fertig ausschaut. Mal schauen. So, dann habe ich nochmal schön gesammelt. Ich wollte gar nicht so viele, aber die sind mir irgendwie in verschiedenen Tätis immer wieder über den Weg gelaufen und habe gedacht, naja, jetzt muss es sein. Also der glaube ich jetzt nicht. Der ist jetzt so damit reingerutscht, ist aber auch ein hübscher Hase. Der geht jetzt auch nicht. Den brauchen wir auch nicht. Den auch nicht. So, so viele sind es denn irgendwie, glaube ich, gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal habe ich jeweils für 10 Cent bekommen. Ich weiß gar nicht, was sie vorher gekostet haben. Keine Ahnung, steht nicht mehr drauf. Vielleicht waren es 55 Cent, vielleicht 1 Euro. Auf jeden Fall für 10 Cent habe ich die mitgenommen und ich finde die so mega putzig. Und die werde ich verschenken und ja, ein paar auch behalten. Für meine Gartendeko muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ja, und der war einfach auch zuckersüß hier. Kleiner Hase, der hätte 2 Euro gekostet und den habe ich auch für 10 Cent bekommen. Also, mal abmachen. Ja, der ist natürlich hier so ein bisschen lädiert, aber das macht nichts. Süß ist er trotzdem. Kleine Küken. So, die dann zur Seite. So. Gucken, ob ihr noch im Bild seid. Und meine Papierkörbe. Übrigens meine Papierkörbe, wenn es euch interessiert, ich habe die vom Action. Die gab es da mal und ja, da habe ich einmal Papier drin, in dem helleren Grün und in diesem dunkelgrün. Ne, da ist Papier drin und in dem anderen ist Plastik drin. Und die waren auch nicht teuer.
die waren auch unter 1 Euro, glaube ich, und machen sich sehr bezahlbar. So, dann habe ich bekommen Ostergras, ist ja auch immer, ja, meine Nase läuft. Also für 1 Euro wäre es im Normalfall, aber ich habe sie für 10 Cent bekommen im Ausverkauf. Stips. Beide. Immer zu gebrauchen, das Ostergrad für 10 Cent. Kann man nichts sagen. Dann, also ich mache es ein bisschen querbeet. Es ist hauptsächlich Teddy. Es ist aber auch Kick und Woolworth damit bei. Muss ich mal gleich so dazu sagen. Es ist ein bisschen gemischt. Dann gab es dieses schöne Möhrchen für 10 Cent statt für 1 Euro. Genauso wie diese Styroporhasen für 10 Cent statt für 1 Euro. Dann der Mega-Schnapper, habe ich mich so drüber gefreut. Hätten 3 Euro gekostet, habe ich für 55 Cent bekommen letztes Jahr. Das sind so Glaseier. So, und da ist dann, ja, da sind Federn drin. Und das ist immer eine mega tolle Deko. Na, da kommt die eine mal raus. Ja, also 55 Cent freue ich mich wahnsinnig darauf, das gleich alles zu dekorieren oder anzufangen zu dekorieren. Mal sehen, wie weit ich komme. Dann haben wir da nochmal ein Gras. Das ist für 10 Cent. So, dann geht's weiter. Dann habe ich Teller bekommen. Diese süßen Dinger. Für 55 Cent statt für 1 Euro und in Rund auch für 55 Cent statt auch 1 Euro. So, dann geht's hier weiter. Dann habe ich so Deko-Anhänger bekommen für 55 Cent, ja, statt 1 Euro. Dann Geschenktütchen, hätten 1,50 Euro gekostet, gab es für 55 Cent. Nochmal in Grau das gleiche, für 55 Cent statt für 1,50 Euro. Dann ist das auch Teddy, das ist so ein Kunstleder, ein Hasenkunstleder, hätte 1,50 Euro gekostet. Habe ich für 10 Cent bekommen, also erst 55 Cent und dann auf 10 Cent. Das müsste jetzt wohl, ja, das ist Woolworth. Da gab es so eine Hasentüten für 55 Cent statt für 1 Euro. Dann auch aus dem Woolworth gab es diese für statt 2,99 Euro für 50 Cent. Das ist allerdings Multicolor. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber ich muss sie auch nicht anmachen. Sondern einfach nur draußen im Garten als Deko hinstellen. Auch gleich darüber. Das, das ist auch Multi. Gucken. Nee, das ist sogar. Das könnte man sogar anmachen. Das ist, also das mag ich nicht ganz so, dieses Glitzere. Ich habe da wahrscheinlich auch nicht drauf geachtet, weil eigentlich solche Sachen kaufe ich eigentlich nicht. Ich kaufe immer nur diese Einfarben, aber ja gut, der wäre jetzt noch mal ganz nett, aber ob ich das jetzt tatsächlich anmache, weiß ich nicht. Aber zu Deko-Zwecken für 50 Cent ist das supi. So, dann gab es mehrere Eier letztes Jahr, die ich mir gerne mitgenommen habe. Ich glaube, das sind Styropor-Eier in so grün-schwarz. Statt 1,50 Euro für 55 Cent. Und in weiß ebenfalls statt für 1,50 Euro für 55 Cent. Sehen so ein bisschen aus wie Möwen-Eier. Finde ich ganz schön. Habe ich sogar noch ein zweites Mal gekauft. Dann gab es nochmal für 10 Cent Ostergras. Dann gab es beim Woolworth Eier zum Hängen
für 50 Cent statt für 1,49 Euro. Gleich nochmal rausholen. Oh ja. Ja, die sind doch voll niedlich. Zum Geschenk mit ranbamseln. So als Deko. Mal schauen. Dann gab es für 10 Cent statt für 1 Euro diese Bestecktasche. Da ist dann Platz für Besteck. Aber ja, kann man was anderes reinmachen. Mal schauen. Für das Geld habe ich es mitgenommen. Dann nochmal so eine Möhrchen für 10 Cent statt für 1 Euro. Dann auf jeden Fall so eine kleine Karte. Voll niedlich für 10 Cent statt 55 Cent. Dann habe ich eine ganze. Ein ganzes Gebaumse hier an diesen Haken Aufhängern, alle einzeln, und die fand ich auch sehr schön, kann man auch noch mal umstreichen, auch zum Verschenken für 10 Cent statt für 55 Cent. Also die bleiben sonst, also ich werde die nicht alle aufhängen, aber auf Vorrat, wenn mal doch was kaputt geht oder wenn ich es doch nach draußen in den Garten und dann die Witterung und so, dann hat man immer noch mal welche da. Fand ich sehr schön. Dann gab es diesen Stecker da für 10 Cent. Was davor gekostet hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ja, für die Balkonkästen finde ich ganz süß. Und dann gab es hier noch so ein Gebaumsel. Das sieht so aus. Und die hätten mal 2 Euro gekostet. Und ich habe sie für 10 Cent. Zweimal in rosa. Und zweimal in meinen Farben in diesem grünen Ton. Ja, das ist alles ein bisschen verbuddelt. Mit den Öhrchen. Hier ist zweimal. Und dann gab es so eine Stecker. Ich habe die schon zweimal ausgepackt. Und dann habe ich gedacht, ach, ich kann die ja mit zu dem Haul nehmen. Weil erst ist mir das gar nicht aufgefallen, dass ich ja ein Haul drin könnte. Aber habe gedacht, vielleicht interessiert euch so ein Osterhaul. Zweimal rosa und einmal in grün, und die hätten gekostet, ich habe es noch einmal gelassen, 10 Cent statt 1 Euro. Also auch mega knapper, die kommen in die Balkonkästen. So, wir sind noch nicht am Ende. Es geht noch ein bisschen weiter. So, dann habe ich dieses Schätzchen bekommen. Hase für 55 Cent statt für 2 Euro. Also manche Sachen sind echt, es lohnt sich wirklich zu schauen und zu grabbeln in diesen Grabbelkisten. Ne? Ich meine, jetzt, was da an Weihnachtssachen rausgehauen worden ist, ist ja genauso gigantisch. Aber ich brauchte dieses Jahr nicht so viel Weihnachtszeug, weil ich das letztes Jahr schon auch so ein Konvolut mir da zusammengesammelt habe. So, dann gab es statt für 2 Euro für 55 Cent Holzeier zum Aufhängen. Dann habe ich so ein Bastelset für 10 Cent statt für 1 Euro. Und zweimal diese. Die gibt es ja jetzt aktuell auch gerade wieder ganz normal für 1 Euro. Also ich habe die für schon 50 Cent dann und sogar einmal, nee, doch, einmal für 55 Cent und ein bisschen später für 10 Cent sogar bekommen. Also ja, man muss Glück haben. Man kann nicht sagen, ich warte jetzt nochmal, bis sie es wieder reduziert haben. Dann kann es sein, dass sie weg sind. Das
kann man halt nicht so genau sagen. Dann habe ich hier so Ostersäckchen. Für 2 Euro waren sie im Angebot und dann gab sie für 1 Euro und ich habe sie aber für 55 Cent dann letztendlich bekommen. Aufmachen. Ein Säckchen ist drin. Naja, immerhin. Ja, riecht auch noch ganz gut. Also das ist auch voll niedlich. Kann man dann so zubinden. Hinten ist der Osterhase von hinten. Hätte ich für 2 Euro nicht gekauft, muss man ganz ehrlich sagen. So, dann gab es diese Häschen. Hätten 1 Euro gekostet, dann 55 Cent und ich habe sie dann letztendlich für 10 Cent gefunden. Genauso wie diese Osteranhänger im Kraftpapier, also Osterhase, Möhrchen, Eier. Statt 1,50 Euro für 10 Cent. So. Kann man gar nicht falsch machen, die mitzunehmen. Dann Woolworths habe ich gefunden. Diese Sticker, so Hasenohren-Sticker, hätten 1,50 Euro gekostet und ich habe sie für 10 Cent das Stück bekommen. Dann habe ich sie ja, 4-mal mitgenommen. So. Und dann gab es frohe Oster-Geschenkanhänger, auch jeweils für 10 Cent. Hätten 1 Euro gekostet. Also 1, 2, 3, 4, 5 Mal habe ich sie mitgenommen. Noch einmal aufmachen. Ja, die sind ja auch richtig süß. Aber sind immer die gleichen. Frohe Ostern. Also da sind die mit Hasenohren. Achso, das ist doch noch ein bisschen anders. Also Hasenohren. Quatsch. Ein Ei mit Hasenohren, frohe Ostern. Dann nur frohe Ostern. Und das sind Hasenohren. Die mal aufmachen. Da ist ein Klebebobbel dran und dann ist da nur so ein Hasenohrchen. Könnte man ja vorher sogar noch was stempeln oder so. Ein Gesicht stempeln oder irgendwas. Oder draufmalen oder so. So, dann, ach, da sind die anderen. Ich wusste, dass ich ein paar mehr hatte. Also, den hatte ich ja schon gezeigt für 10 Cent. Dann gab es nochmal dreimal dieselben für 10 Cent. Und einmal das Hasenmädchen. So. Das waren die. Dann gab es so eine Happy Easter Tüte für 10 Cent. Und ich mag einfach diese kleinen Figürchen hier so da drin. Ich habe so ein Mini-Regal oder so ein Buch. Eigentlich ja so, nee, was ist denn das? So ein. Gab es auch im Action diese länglichen Bücherleisten oder Bilderleisten und die sind wirklich nur so schmal. Und wenn ich dann da so ein bisschen die kleinen Sachen dahin packe, dann passt das ganz gut. Deswegen hatte ich das mitgenommen. Dann habe ich hier nochmal ganz normale Moosgummi-Eier. Kreativform steht drauf. Für 55 Cent hätten sie gekostet. Für 10 Cent. Eine Hasengirlande. Du gehörst doch gar nicht hin. Für 10 Cent statt 2 Euro. Also mit den Häschen. Ja. So, auch süß. Übrigens gab es die mal beim Woolworths auch im Angebot. Ich weiß aber nicht mehr, wie teuer. Ich habe es schon abgemacht. Da habe ich auch ein paar mehr von mitgenommen. Die gab es, glaube ich, zwischen 50 und 1 Euro oder so. Ich habe auch runde, kleinere mitgenommen für Gedönsrad. So, dann habe ich Wachteleier bekommen. Für 10 Cent statt für 2 Euro, zweimal.
Und wenn ich mir anschaue, mein Gott, die sehen vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger aus. Die habe ich mir gekauft bei Ideen mit Herz und die waren deutlich teurer. Ich weiß nicht mehr, wie teuer. Waren es 3 Euro oder so. Und ja, ist auch schon ein bisschen kaputt gegangen, aber das macht nichts fürs Osternetz. Da ist halt das Küken schon geschlüpft. Aber ja, die sind halt auch golden. Die sind halt mehr so Naturfarben. 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16, 20. Also ein kleiner Unterschied. Werde ich mir da nicht mehr bestellen. Ja, denke ich mal. So, wo geht ihr hin? Ah, wieder zurück. So. Und jetzt die letzte Kiste. Dann haben wir es auch schon. Dann habe ich bekommen. Willkommensschild. Ah. Das kommt dann nach Ostern. Mensch. In den Garten. Auch mit diesen frostigen Glöckchen fand ich das total schön. Und es hätte ursprünglich 3 Euro gekostet und ich habe es für 1 Euro mitgenommen. Finde ich, ist auch ein super fairer Preis. Schnäppchen zur Seite. Dahin. Dann gab es diesmal beim Kick statt 2,99 Euro auch für 1 Euro. Ist natürlich auch schon ein bisschen ramponiert hier überall, aber das macht nichts in diesem Shabby Style und so. Ich mag das draußen. Eigentlich, glaube ich, gehörte da noch so ein Haken dran, aber ja, da war noch das Preisschild dran, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, aber es gefällt mir ganz gut. Kommt irgendwann in den Garten. So. Und dann gab es beim Kick für 10 Cent diese lustigen Schmetterlinge, diese Wackelschmetterlinge. Und da habe ich auch zugeschlagen. Die hätten 59 Cent eigentlich gekostet. Und dann habe ich mir die in meine Blumenkästen, weil ich habe einige Blumenkästen ums Haus herum. Ich habe keinen Balkon, aber wir haben Fensterbänke außen und da kommen die dann ran. Und da brauche ich ein paar Stückchen, wenn ich das ein bisschen gleichmäßig machen möchte. Ja, so. Genau, die haben 10 Cent gekostet, in grün, in rosa und ein in lila ist mir noch mit dazu gekommen. So, ich gehe mal, ups, in die Kiste für 13. So, und jetzt finale Trommelwirbel für 10 Cent diese Schmetterlinge. Also nachher auch für den Frühling, nach Ostern. 1,50 Euro hätten sie gekosten sollen ursprünglich und ich habe die für 10 Cent. Und einige von denen habe ich auch mitgenommen, habe ich aber auch schon ausgepackt, muss ich jetzt auch nicht alle zeigen. Die finde ich für einen Zweig irgendwie so als Anhänger auch sehr hübsch. Hätten 55 Cent ursprünglich gekostet und für 10 Cent, ich glaube, keine Ahnung, 10 Stück oder sowas mitgenommen. Und diese Schmetterlinge auch für 10 Cent, habe ich den Preis schon abgemacht. Aber wie gesagt, an so Sträucher in der Vase finde ich das sehr schön. Und dann nochmal so einen weißen Schmetterling für 10 Cent statt für 55 Cent. So, tada, das haben wir geschafft. Trommelwirbel. Das war mein XXL Osterschnäppchen-Haul. Ja, den ich euch zeigen wollte. Ich werde jetzt anfangen, das Video natürlich hochzuladen. Aber auch weiter zu dekorieren, da freue ich mich total drauf, weil ja, das, wenn man das nach der Saison kauft, dann denkt man, was soll ich damit? Aber jetzt, wo ich das alles so da habe und ich loslegen kann, dann denke ich, jetzt freue ich mich, dass ich die Sachen habe und weiß so für meine Ostergeschenke, wie ich was machen möchte und ja, wie ich den Garten dekorieren kann und das Haus. Und da freue ich mich total drauf, wenn das Wetter mir keinen Strich durch die Rechnung macht draußen. Der große Hase, den ich euch schon gezeigt habe,
Entschuldigung, der ist auch schon im Garten, sitzt da schon unter meinem Kätzchenbaum. Und ja, da habe ich euch auch ja schon die Plastikeier gezeigt, die ich da gekauft habe. Und dann ja, werde ich das dekorieren in der Hoffnung, dass ja, das nicht so windig ist und mir alles wegweht. Das ist ja meine größte Sorge, dass man das hübsch macht und dann alles irgendwo rumfliegt wieder. So, okay, lange gelabert. Ich will euch nicht weiter stören und aufhalten. Ich hoffe, ihr seid irgendwie auch gut drauf heute oder seid auch schon bei der Osterdeko oder habt schon dekoriert oder wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, Mahlzeit, Maltit. So, mockt, was ihr könnt und wozu ihr Lust habt. Oh ja, und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.